Hi, diesmal melde ich mich aus der Wüste, genauer aus dem Naturpark Anzaburego, noch genauer aus La Casa del Zorro, das Haus des Zorro. Nein, es ist nicht das Anwesen des wirklichen Zorro, denn den gab es nie wirklich. Der wurde vor knapp 100 Jahren erfunden von dem Schriftsteller Johnston McCulley. Und nein, es ist auch nicht die Stätte von den Zorro-Filmen, die in 50 Variationen über die Leinwand gelaufen sind, zuletzt dargestellt von Antonio Banderas und davor von Guy Williams oder von Alain Delon oder satirisch von George Hamilton. Zorro ist das spanische Wort für Fuchs und der wird seit den Tagen der Indianer bewundert als das Schlitzohr der Wüste. Und die Wüste, wie gesagt, ist der Park Anzaburego. Das ist eine gigantische Landschaft aus Steinen und Geröll und etwa die Größe von dem Saarland, etwa 3 Stunden südlich von Hollywood. Ein ideales Gelände für Filme. Zum Beispiel hat Warren Beatty hier Szenen gedreht für den Film Bugsy und er hat auch hier im Resort Casa del Zorro gewohnt. Weitere Wüstenszenen wurden ganz, ganz viele gedreht, zum Beispiel von Planet der Affen oder von Scorpion King. Und in der Nähe dieses Naturparks sind die Sanddünen, die aussehen wie die Sahara, in der zum Beispiel der Klassiker Der Flug der Phönix gedreht wurde mit einem jungen Hardy Krüger. Und ich bin hier, denn hier wird die Wüste im Augenblick als Israel verkauft, in einem TV-Film über Jesus. Ich bin sehr gern im Resort Casa del Zorro. Im Sommer ist es hier ein unerträglicher Glutofen, aber im Frühjahr ist es hier wunderschön. Es geräumige Casitas im mexikanischen Stil, viele, viele Swimmingpools und schattige Parkanlagen. Und es ist jetzt im Augenblick besonders schön, denn es hat in Kalifornien in diesem Jahr so viel geregnet wie schon lange nicht mehr. Und wenn es hier regnet, dann, was alle 10 bis 15 Jahre vorkommt, wenn es so viel regnet, dann zeigt sich die Wüste im schönsten Blütenkleid. Wird diese steinige, felsige Landschaft plötzlich zu einer Farborgie. Und die ist schöner als so mancher Film. See you back next time.